Ölpreis schaut, um das nochmal aufzugreifen. Wir zahlen ja sogar die Mehrwertsteuer auch auf die Mineralölsteuer, die selber ein Teil von dem Spritpreis ist. Also es wird abgesahnt, zugelangt, wo man kann. Und was dann dabei tatsächlich später für uns Bürger geleistet wird, ist manchmal beschämend wenig. Zu dem Staatsversagen sehe ich mal noch einen etwas größeren Rahmen, in den sich dann das einordnet, was der Kai Gottschalk vorhin erzählt hat, was ich jetzt gleich erzählen werde. In der Gesellschaftswissenschaft, in der politischen Wissenschaft gibt es die Theorie von einem sogenannten Gesellschaftsvertrag. Der funktioniert dann so, dass der Bürger an den Staat zum Beispiel Steuern zahlt und der Staat dann Gemeinschaftsleistungen dem Bürger zur Verfügung stellt. Und so der Gesellschaftsvertrag gehört auch, dass der Bürger darauf verzichtet, selber Gewalt anzuwenden, um sein Recht durchzusetzen, sondern sich darauf verlässt, dass der Staat schützt und dass der Staat selber mit der Staatsgewalt gegebenenfalls durchgreift und das Recht durchsetzt. Das erleben wir aber seit einigen Jahrzehnten, dass sich politische Theorien verbreiten, die erst einmal alles, was irgendwie Tradition ist, in Verdacht ziehen. Oh, die ganzen Traditionen, die haben auch damals das möglich gemacht. Jetzt ersetzen. Das, was wir heute mit Gender erleben, ist nur ein kleiner Teil davon. Der Staat zieht sich aus seiner ursprünglichen schützenden Rolle und auch dienenden Rolle immer mehr zurück und deshalb sage ich auch an wenigstens in Teilbereichen, ist man tatsächlich dabei, dass der Gesellschaftsvertrag von oben aufgekündigt wird. Und das ist eine Stelle, wo wir als Alternative für Deutschland ganz klar Widerspruch einlegen und sagen, der Staat muss seine traditionellen Aufgaben im Dienste der Bürger erfüllen. Und auch in dem Bereich mit der Pkw-Maut gibt es ein blamables Versagen in dem Bereich. Angefangen hat diese ganze Geschichte im Jahr 2013. Im Jahr 2013, Bundestagswahlkampf, also jetzt genau vor 8 Jahren, haben die Schwarzen eine große Kampagne gefahren und gesagt, also wenn wir nach Österreich kommen, dann müssen wir da das Pickerl kaufen. Und wenn jetzt die Österreicher zu uns fahren, müssen die nichts zahlen. Und das wollen wir jetzt ändern. Aber nur die anderen sollen was zahlen. Die unseren sollen nichts zahlen. Da hat es damals schon Bedenken gegeben, die gesagt haben, also, so geht das mit dem heutigen europäischen Recht aber nicht mehr. Da wird gleich gesagt, das ist Diskriminierung von Ausländern. So könnt ihr das nicht machen. Aber die CSU ist so in den Wahlkampf gezogen, hat das versprochen und der damalige Parteichef, der Seehofer, hat auch gesagt, also eine Koalition machen wir nur mit, wenn das im Koalitionsvertrag steht. Dann kam die Wahl. Vorher war noch Wahlkampf und im Wahlkampf hat sich das war bekannt. Angela Merkel gesagt, mit mir gibt es keine Pkw-Maut. Dann war die Wahl. Dann war die Koalitionswahl. CDU, CSU, SPD. Zwei Namen habe ich schon genannt. Seehofer, Merkel und Sigmar Gabriel von der SPD. Und am Ende musste ein Koalitionsvertrag stehen. Auf der Ebene von den Arbeitsgruppen haben die sich nicht einigen können zu dem Thema mit der Pkw-Maut. Zu sehr waren die Vorstellungen auseinander. Dann mussten es am Ende die drei genannten Parteichefs unter sich regeln. Eine Chefsache wurde daraus gemacht. Und am Schluss kam ein Text heraus, dem man eigentlich einen dicken Stempel aufdrücken kann. Mission Impossible. Denn was stand in dem Text drin? Im Text stand drin, es wird ein Pkw eingeführt und so wie ich schon sagte, aber kein Fahrzeughalter in Deutschland soll mehr bezahlen als vorher. Und es war schon gewarnt worden, das geht nicht. Man hätte etwas tun können, was in unserem Parteiprogramm steht und was auch im Jahr 2005 ungefähr die Frau Merkel noch gesagt hat, komm,
Kompetenzen aus Brüssel zurückholen, den Staaten, den Mitgliedstaaten der EU mehr Gestaltungsfreiheit zurückgeben, sodass man Steuern und Abgaben selber besser bestimmen kann und auch wenn man Leute wieder entlastet, ohne dass gleich Diskriminierung gerufen wird. Das steht aber nicht im Koalitionsvertrag. Da steht nur drin, und das wird konform mit dem europäischen Recht gelöst. Die Warnungen waren alle schon da, aber genauso steht es im Text. Mission Impossible. Was ist passiert? Diese Aufgabe wurde einem CSUler auf den Tisch gelegt, nämlich dem Herrn Dobrindt. Der wurde Verkehrsminister 2013. Der fing dann an, ein Gesetz zu pinseln, hat sich einen ausgewiesenen Kirchenrechtler als Chefberater geholt, Professor Hilgruber, der dann später im Untersuchungsausschuss gesagt hat, ach, es macht ihm eigentlich Spaß, sich immer mal wieder in ein neues Gebiet einzuarbeiten. Na gut. Und dann war der erste Gesetzentwurf da, wurde im Bundestag beschlossen und dann kam Brüssel, hat das Telefon geklingelt, mehr oder weniger, und gesagt, was ihr da macht, geht aber nicht. Das verstößt gegen die europäischen Verträge. Wir leiten jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren ein. Lange Diskussionen. Und am Schluss einen Kompromiss verhandelt mit Brüssel. Wir ändern das Gesetz. Wir machen eine zweite Version von dem Gesetz. Das war dann 2016. Das wurde auch im Bundestag wieder beschlossen, die Änderung. Und im Bundesrat hat es auch eine Mehrheit gefunden. Eigentlich war das schon sehr knapp, aber man hat einen Deal gemacht mit dem Land Thüringen und dann hat das auch funktioniert. Dann war also das zweite Version von diesem Gesetz auch da und die EU-Kommission hat so einigermaßen die Füße stillgehalten. Jetzt hat aber jemand anders den Finger gehoben, nämlich die Republik Österreich, unser Nachbar. Haben gesagt, also was ihr da macht in Deutschland, das geht ja überhaupt nicht. Und haben eine Klage eingelegt bei dem Europäischen Gerichtshof. Und also eine Länderklage, sagt man, das ist im Prinzip auch eine Art von Vertragsverletzungsverfahren. Und dann kam die Bundestagswahl 2017. Das war also erstmal der Stand der Dinge. Und dann gab es ja erstmal lange gar keine Union. Oder nur eine Geschäftsführung. Koalitionsverhandlungen ziehen sich und im März 18 wurde dann Andreas Scheuer Bundesverkehrsminister. Und er hat also diese heiße Kartoffel, Mission Impossible, von seinem Vorgänger Dobrindt geerbt und steht jetzt vor der Lage, da ist ein Gerichtsprozess am Laufen und Vorgänger Dobrindt hat schon, jetzt sind wir beim Stichwort Berater, schon gesagt, nein, also wir werden jetzt nicht einfach die Mauterhebung durch Behörden durchführen. Also an 40 Millionen Kraftfahrzeughalter Briefe verschicken, ihr müsst jetzt eine Maut bezahlen und dafür kriegt ihr einen Pickerl, dass ihr euch dann eine Windschutzscheibe helfen könnt und das Geld dafür einnehmen und wenn der Brief zurückkommt, weil sich die Adresse geändert hat, nachforschen, wohin ist denn der Betreffende umgezogen. Nein, das sollen alles Firmen machen. Und so wie das dann so ist, auch nach den EU-Regularien, sowas wird europaweit ausgeschrieben. Und es haben sich tatsächlich 4 Firmen, oder genau gesagt, Firmenpartnerschaften, Bieterkonsortien gefunden. Die haben da jetzt angefangen, Angebote abzugeben. Und dann kam also Scheuer ins Amt und er sagt, oh, bei dem Ausschreibungsverfahren, da habe ich mich überhaupt nicht eingemischt. Das habe ich nur meine Vergabeabteilung machen lassen, die machen das ja gut. Und da kamen dann später doch einige Zweifel daran auf, wie die Sache dann in den Graben gefahren ist. Sie kennen wahrscheinlich das Ende, das erzähle ich Ihnen jetzt mal kurz, dann stecke ich den Rahmen schon mal ab. Und dann verfolgen wir mal die Schritte weiter, was da geschehen ist. Am Ende ist ja die Sache an die Wand gefahren, weil der Europäische Gerichtshof tatsächlich im Juni 2019 gesagt hat, nein, so wie ihr das davor habt, das verstößt gegen europäisches Recht und die Republik Österreich hat Recht und so könnt ihr euer Vorhaben dann nicht umsetzen.
Bis dahin ist aber noch allerhand passiert, was dem Steuerzahler und der Bundesrepublik Deutschland großen Schaden zugefügt hat. Dieser Gerichtsprozess lief schon. Und diese vier Bieter, die haben sich auch das Umfeld angeschaut. Und da haben gleich erstmal zwei gesagt, oh, das ist einfach riskant, da ist auch noch dieses Gerichtsverfahren am Laufen. Was passiert eigentlich, wenn wir da jetzt viel investieren? Und dann plötzlich platzt das Projekt. Dann verlieren wir ja viel Geld. Und in den Vertrag ist aber nachher eingebaut worden, naja, also wenn sowas passiert, dann gibt es eine üppige Entschädigung. Also macht euch mal nicht so viel Sorgen. Da waren noch zwei Bieter da. Einer hat nachher gesagt, naja, also wir müssen da auch noch so viel vorhinein investieren und bis das alles erstmal läuft, da geben wir erstmal viel Geld aus und wissen nachher nicht, wie viel nachher reinkommt. Das lohnt sich nicht. Da war noch einer übrig. Und das ist natürlich eine hervorragende Wettbewerbssituation, wenn man noch einen Anbieter hat. Und der hat dann im Oktober 2018 ein Angebot abgegeben. Und dass das kleinste Problem war, das wurde dann irgendwann auch klar, im Bundeshaushalt sind für diese Mauterhebung 2 Milliarden Euro, ziemlich genau 2 Milliarden Euro vorgesehen gewesen. Und das Angebot kostete den Bund, wenn man das umsetzt, aber 3 Milliarden. Man hat im Verkehrsministerium 3 Wochen gebraucht, um das rauszufinden. Da fehlt uns ja eine Milliarde. Mist, was machen wir denn jetzt? Wir haben doch den Bürgern versprochen, dass es eine Pkw-Maut geben wird. Und wir wollen haben, dass die vor der Bundestagswahl 21, jetzt 2 Wochen mehr, dass die dann eingeführt ist. Das ganze Ding soll laufen. Und zwar nicht erst mit den Kinderkrankheiten so in Stolpern kommen, im Sommer 21 eingeführt, nein, das soll in 2020 eingeführt werden, damit es seit 21 auch wirklich geht. Also, wir haben Zeitdruck. Wir müssen jetzt schnell machen. Wie kriegt man jetzt 1 Milliarde her und macht schnell? Die wollten den Vertrag noch in 2018 unterschreiben. Haben sie auch gemacht, am 30. Dezember. Am Sonntag, dem 30. Dezember, war das Ganze beim Notar und wurde unterschrieben. Wie kriegt man diese Milliarde hin? Die haben angefangen, Gespräche zu führen. In gewissem Rahmen darf man das sogar. Das hieß dann Aufklärungsgespräche und Verhandlungsgespräche. Das Aufklären und das Verhandeln soll man eigentlich ordentlich trennen. Die Dokumente, die wir gefunden haben, sprachen eher nicht so dafür, dass das ordentlich getrennt war. Und eine Regel gilt für alle Gespräche mit Bietern. Wenn man da verhandelt, darf man die Mindestanforderungen, die an alle Bieter vorher schriftlich ausgegeben worden waren, für diese Ausschreibung, die darf man nicht mehr ändern. Da gehörten auch diese Dinge dazu, die ich vorhin gesagt habe, wenn man dann so einen Brief mit der Anforderung, die man auch zu bezahlen, zurückbekommt. Da muss man herausfinden, wo der betreffende Schuldner wohnt und den Brief nochmal hinschicken. Später stand drin, ja, das war ja missverständlich formuliert, so wurde gesagt, und in Wirklichkeit macht das Kraftfahrtbundesamt, das ermittelt die Anschrift und dann kann der Anbieter den Brief an die neue Anschrift nochmal hinschicken. Portokosten wurden plötzlich ausgerechnet und in eine Haushaltsposition des Bundes genommen, die es aber noch gar nicht gab. Und noch so ein paar Dinge, ich erzähle jetzt nicht alles, sonst würde das zu lang werden. Es hat sich am Ende herausgestellt, dass wir mit ganz, ganz großen Verdacht hier wurde getrickst, gebogen und vielleicht auch gelogen und Vergaberecht gebrochen und Haushaltsrecht gebrochen und man hat sich in die Taschen gelogen, mindestens da wirklich gelogen. Was das Risiko aus diesem Prozess angeht. Die Fachleute haben gesagt, oh, das kann schief gehen. Mindestens 50-50 kann schief gehen. Und was stand in den Unterlagen? Man hat das Risiko mit 15% angenommen, dass das schief gehen kann. Man hat sich also in Sicherheit gewogen, man hat auch die Anbieterfirmen in Sicherheit gewogen, ach, das geht schon gut. Und was ist dann passiert? Dann kam das Urteil vom Europäischen Gerichtshof. Man hat in Panik die Verträge gekündigt, um nicht noch mehr Geld auszugeben vielleicht.
Ulrike Lackmeier-Anbieter, die das Projekt eigentlich machen wollten, und sagen, ach, ihr habt doch in den Vertrag so eine üppige Schadenersatzklausel eingebaut. Den Schadenersatz wollen wir jetzt aber auch haben. Und jetzt wird vor einem Schiedsgericht, nicht vor einem öffentlichen Gericht, wurde vorher auch so festgelegt, um 560 Millionen Euro prozessiert. Wahrscheinlich oder möglicherweise sind wir alle als Steuerzahler diese 560 Millionen Euro los, weil der Herr Scheuer das Projekt unbedingt vor der jetzigen Bundestagswahl fertig haben wollte, nicht den Gerichtsprozess abwarten wollte und alle möglichen Regularien gebogen hat. Dann kam es zu dem Untersuchungsausschuss nach der Kündigung im Herbst 19 und als es dann darum ging, Akten vorzulegen, dann stellte sich zum Beispiel raus, dass das Handy vom Herrn Scheuer gelöscht war. Passiert ja sonst nie. War Zufall. Es wurden ja nur die Geräte ausgetauscht. Er hat halt den BlackBerry weggegeben und hat ein iPhone gekriegt dafür. Und da waren halt die Daten weg. Und später stellte sich heraus, manche heikle Sachen hat der Minister nicht wie vorgeschrieben über den E-Mail-Account von seinem Ministerium abgewickelt, sondern über den E-Mail-Account, den er in seiner Rolle als Bundestagsabgeordneter hatte. Wurde also verlangt. Irgendwann, er hat es auch versprochen, dass er diese E-Mails rausgibt. Und der Ausschuss hat einen Ermittlungsbeauftragten eingesetzt, damit niemand, kein Abgeordneter aus dem Ausschuss selber jetzt vielleicht dem Herrn Scheuer an seinem Computer über die Schulter schaut, sondern ein unabhängiger Dritter. Und als das dann alles auf den Weg gebracht war, dann kam Scheuer und sagt, ach, nö, ihr habt da auch noch eine Klage auf den Weg gebracht, wegen der E-Mails und also ich gebe euch jetzt nichts. Niemand hat diese E-Mails zu sehen bekommen. Und am Ende hat sich auch noch herausgestellt, dass die anderen Oppositionsfraktionen, FDP, Linke, Grüne, auch noch Klage eingereicht haben auf Sicherung von Daten, wo sie eigentlich hätten wissen können, dass es diese Daten gar nicht mehr gibt. Also die sind sich auch noch selber auf die Füße getreten. Die hätten wissen können, dass solche E-Mail-Protokolle auch, wer hat an wen was geschickt, ohne den Inhalt, dass die auch nach 6 Monaten im Bundestag gelöscht werden. Und die haben noch verlangt, oh, die Daten müssen wir haben aus dem Jahr 2018, das war im Jahr 2020. Hat natürlich nicht funktioniert. Aber Prozesse geführt, Schaumschlägerei betrieben. Am Schluss kam beim Untersuchungsausschuss eigentlich raus, es gibt verdammt viele Ungereimtheiten, aber zurückgetreten ist natürlich niemand. Und wir von der AfD waren die Einzigen, die auf den Koalitionsvertrag gezeigt haben, auf die Stelle, wo von Anfang an der Wurm in die ganze Sache gekommen ist. Wo diese Mission Impossible in den Koalitionsvertrag gegossen worden ist. Wo man von Anfang an vergessen hat, dazu zu schreiben, und wir holen uns Kompetenzen aus Brüssel zurück. Und der Verdacht ist am Ende geblieben auf dem Rücken der Steuerzahler und auf dem Rücken der Mitarbeiter in dem Ministerium und auf dem Rücken vieler anderer, die sich Mühe gegeben haben, dieses Projekt durchzusetzen, hat man eigentlich ein politisches Spiel gespielt. Die Frau Merkel hat genau das bekommen, was sie im Wahlkampf vorher gesagt hat. Mit ihr gibt es keine Pkw. So ist es gekommen. Der Koalitionsvertrag war so gezimmert, dass die CSU ihr Sandkastenförmchen bekommen hat, spielt doch mal Pkw-Maut, versucht das Projekt umzusetzen und wenn ihr irgendwie den dicken LKW durch das Gartentor bekommt, nämlich dieses Projekt europarechtskonform nach dem heutigen Europarecht umzusetzen, ja dann bekommt ihr es auch. So stand es im Koalitionsvertrag und die Hintertür war offensichtlich, es wird scheitern am Europäischen Gerichtshof. Dann durfte die CSU eine Zeit lang probieren, es ihren Bürgern, ihren Wählern zu verkaufen,
geschafft hätte, hätte sie ja auch den Triumph feiern dürfen. Aber es war eigentlich schon klar, was passieren wird. Und gekostet hat es halt einige hundert Millionen. Ach, was sind schon ein paar hundert Millionen? Was ist schon Steuergeld? Kostet uns ja nichts, zahlen ja die Steuern. Das ist am Ende das Szenario, was sich ausgestellt hat. Und ich finde, wenn man über Staatsversagen spricht, wenn man darüber spricht, dass die da oben ihre politischen Spielchen spielen und sich nicht mit dem Bürger verpflichtet fühlen, vielleicht auch noch darauf setzen, dass bei solchen Themen wie Kritik an Europa ihnen die Medien auch noch helfen und sagen, oh, wenn jemand das in die Hand nimmt, der ist dann ein böser Populist. Darüber schreiben wir dann lieber gar nicht erst. Dann ist das ein solcher Abstand von Politik und Bürgern, dass am Ende nur noch Politikverdrossenheit herauskommen kann. Das ist ein übles Beispiel für Staatsversagen.